sagt Tschüss. Und ich wollte eigentlich Guten Morgen sagen. Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Jetzt treffen wir uns hier gerade alle in Milas Zimmer, denn ich mache Mila jetzt fertig. Es geht gleich los zur Kita. Im Anschluss gehe ich direkt mit Bruno. Dann muss ich fast schon wieder los zum Wimpertermin. Danach treffe ich mich direkt mit meiner Mutter zu einem anderen Termin. Heute ist wieder voller Terminkalender. Aber ich nutze die Woche jetzt die Tage noch aus, wo Mila noch in der Kita ist. Denn ab Freitag ist sie zu Hause und da sieht natürlich die Tagesstruktur ein bisschen anders aus. Und von daher, ja, steht heute noch ein bisschen was auf dem Plan. Und wie hast du geschlafen? Ich muss jetzt rein. Ach so, okay. Sollen wir dich mal rausholen? Nein. Nein, nein, okay. Gute Nacht. Dann schlafen wir noch ein bisschen. Du bist eine. Hä? Und ich habe gestern hier schon Milas Sachen für den Tag rausgelegt. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich das oft mache. Ich gucke dann im Abend, wie das Wetter am nächsten Tag wird. Und dann lege ich schon mal die Sachen raus, weil ich morgens irgendwie nicht so richtig klar denken kann und nicht richtig weiß, was legst du jetzt raus, was ziehst du hier an. Und ja, ein ärmelloser Body, Leggings, so ein dünner Pullover. Und dann gibt es noch gleich die Regenjacke drüber oder diese Softshelljacke, muss ich gleich mal gucken. Achso, Söckchen natürlich auch noch. Dann bist du, oh, glaube ich, ganz gut angezogen. Die steht da aber gut. Das kannst du. Was ist das für ein Tier? Der eine. Ein Pinguin. Willst du mit deinem Beutelchen los? Hm? Das ist Mamas Autoschlüssel. Was ist das hier? Was? Ja, den braucht Mama gleich. Sonst können sie nicht Auto fahren. Komm her, wir ziehen deine Gummistiefel an, Hasi. Komm her. Mila. Gummistiefel. Guck mal, deine Gummistiefel. Oh, boah, die glänzen aber. Guck mal, wo sind deine Gummistiefel? Na komm, Bruno. Bruno kommt, wenn wir weitergehen, Mila. Komm her, mein Schatz. Bruno kommt gleich. Bruno braucht immer ein bisschen länger. Na komm. Ja, Bruno kommt. Ja, da ist der Tata da draußen, ne? Wir sitzen jetzt auch endlich im Auto auf dem Weg zur Kita, aber wir brauchen immer eine halbe Ewigkeit die Treppe runter und dann wird unten auch geguckt nach Vögeln und allem anderen. Und ja, jetzt sitzen wir aber im Auto und es regnet mal wieder. Ja, und ich habe natürlich keinen Schirm dabei, wenn ich jetzt gleich mit Bruno gehe, aber egal, ich muss mich sowieso noch fertig machen. Ich muss mich gleich noch schminken, von daher ist das alles nicht ganz so schlimm. Ja, deine Hose musst du mitnehmen, deine Regenhose, Schatzi. Hier, nimm mal deine Regenhose. Ne? Sonst kannst du nachher nicht raus. Genau, nimm mal mit und dann macht Mama die Tür zu. Und zack. Super. Guck mal, Reißverschluss hast du schon und dann nur noch mit den Ärmeln raus. Ja, das ist immer schwierig, ne? So. Arme. Genau, die Arme. So. Kommst du auch mit dem anderen Arm raus? Ganz ruhig. Ruhig bleiben. Komm her. So, Schuhe aus. Es ist so düster draußen, dass ich hier erstmal alle Lichter anmachen musste, damit ihr mich überhaupt sehen könnt. Und ich habe jetzt noch eine gute halbe Stunde, werde jetzt zusehen, dass ich eben Frühstück und mir einen Kaffee mache. Und dann muss ich echt schon wieder los zum Wimperntermin, denn sie ist umgezogen und jetzt fahre ich ein bisschen weiter. Und weil ich auch das erste Mal dahin fahre, will ich auf jeden Fall 5 Minuten früher losfahren. Und ich muss mal wieder zur Bank vor. Also ich weiß nicht, warum ich da nicht früher dran denke, aber gut. Ja, ich überlege jetzt, was ich frühstücke. Ich glaube, ich frühstücke einfach ein Brot, Kaffee, irgendwas, was jetzt schnell geht. Weil eigentlich wollte ich einen Joghurt mit Haferflocken und Nüssen und Obst reinschnibbeln, aber das dauert mir jetzt zu lang. Deswegen mache ich einfach ein Brot, Kaffee, das geht immer. Und ich erfreue mich nach wie vor in meinem Kräutergarten. Ich finde, das sieht nach wie vor so schön aus. Immer wenn ich hier reinkomme,
gucke ich und erfreue mich. Aber ich habe ja schon gesagt im letzten Video, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und noch muss ich hier auch kein Wasser nachfüllen. Noch sieht alles gut aus. Ich habe gestern zum Glück neues Brot gekauft. Und da hier gibt es jetzt frisches Brot. Hier steht noch Jürgens kalter Kaffee, hat er wahrscheinlich nicht geschafft. Aber da mache ich mir hier sowieso einen neuen. Da brauche ich auch noch eine Tasse. Welche nehmen wir? Diese hier mag ich sehr. Und ich trinke meinen Kaffee immer süß. Aber bei mir gibt es immer braunen Rohrzucker rein. Ja, und dann mache ich mir hier einen Kaffee. Ole, ole. Ich bin jetzt schon auf dem Weg zu meinem Wimperntermin, habe aber gerade noch mal wo angehalten, denn ich habe einiges an Kuchen und einen Blumenstrauß besorgt. Denn Katja, also die mir immer die Wimpern macht, die sind jetzt gerade in ihr Eigenheim da gezogen, in ihr Haus. Und ich habe gedacht, da muss ich irgendwie so eine Kleinigkeit mitbringen. Und ich weiß, dass eigentlich so für Einzug ist, glaube ich, klassisch Brot und Salz. Aber ich dachte, über Kuchenteile freuen sich die Kinder auch mehr. Es soll ja einfach nur eine nette Geste sein. Ich fand diesen Blumenstrauß so schön mit den Sonnenblumen. Ja, auf jeden Fall hatte ich jetzt noch eben eine Kleinigkeit einfach besorgt. Und jetzt fahre ich aber weiter und müsste, glaube ich, muss mal gucken, wie spät es ist. Ja, ich bin gut in der Zeit, muss jetzt aber auch los. Von daher melde ich mich gleich nochmal, wenn meine Wimpern gemacht sind. Also so schlimm ist es nicht. Vielen fällt das gar nicht auf, aber ich habe das Gefühl, meine Wimpern sehen aus wie gerupft. Von daher melde ich mich gleich, wenn meine Wimpern wieder schön voll sind. Und da bin ich wieder im Auto und habe wieder aufgefüllte Wimpern. Ich glaube, so jetzt im Vergleich zu vorher sieht man dann doch schon, dass ein paar Wimpern gefehlt haben. Und ja, ich fühle mich immer so gut, nachdem die Wimpern frisch aufgefüllt wurden. Ja, richtig toll. So, und jetzt warte ich auf meine Mama. Nee, das war sie nicht. Und dann schauen wir uns was an. Und dann melde ich mich wahrscheinlich wieder, wenn ich zu Hause bin. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es regnet und regnet und regnet nach wie vor. Kein schönes Wetter momentan. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause rein und will mich ein bisschen beeilen, denn ich will heute tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder zum Sport. Also ist jetzt gerade noch so mein Gedanke. Mal gucken, ob ich gleich was Passendes zum Anziehen finde. Und dann würde ich zum Sport fahren und würde Mila dann direkt abholen. Das ist so mein Plan. Mal gucken. Und ich war eben noch ein paar Teile einkaufen, denn ich will nachher einen Rote-Bete-Salat machen. Den hat meine Kollegin letztens gemacht für uns im Spätdienst. Und ich fand den echt gut. Also ich mag Rote-Bete generell, esse Rote-Bete aber kaum so richtig roh. Also eher schon so gekocht oder halt im Saft. Aber die Kombi war irgendwie doch echt gut und da hatte ich irgendwie Lust drauf. Und deswegen habe ich einmal Apfelsaft gekauft, weil wir hatten keinen mehr und da kommt ein bisschen Apfelsaft mit rein. Joghurt habe ich gekauft, weil wir jetzt Joghurt noch brauchten. Dann habe ich einmal zum Ausprobieren Bio-Apfelsüße mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hatte meine Kollegin nämlich auch erzählt. Kann man halt zum Süßen sämtlicher Sachen nehmen. Und das ist wirklich nur die Süße von Äpfeln. Fand ich irgendwie sehr interessant. Und dann natürlich Rote Beete. Und Feta kommt da auch noch rein. Dann kommen da noch Sonnenblumenkerne bzw. Kürbiskerne mit rein. Aber das habe ich noch. Und dann habe ich noch mitgenommen Ballisto Fruits and Nuts Riegel. Und die sind echt lecker. Die finde ich bisher nur bei Edeka. Und ich habe auch direkt so einen hier im Auto weggeknuspert. Das ist echt lecker. Das ist jetzt Cranberry, Cranberry und Mandel. Und das hier ist Apfel, Erdnuss und Mandel. Apfel, Erdnuss und Mandel ist ein bisschen besser, aber der andere war auch gut. Ja, das war der Mini-Einkauf und jetzt schaue ich mal, ob ich Sportklamotten habe und dann fahre ich los. Das war jetzt mal eben schnell der Mini-Einkauf. Ich packe die Sachen eben weg, dann gucke ich, ob ich Sportsachen habe, schmeiße mich in die Sportsachen und dann fahre ich los. Das kann echt nur was werden. Ich will heute auch wirklich nur hin, um mal wieder reinzukommen, weil ich war so lange nicht da. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe so eine schlechte Kondition, wobei so Treppenlaufen und Spaziergänge und so ist ja mein Sport hier mit Mila und Bruno. Aber ich kann wahrscheinlich die Geräte da nicht mal mehr bedienen, so lange war ich nicht da. Von daher einfach mal gucken, wie es läuft und da muss ich echt mal regelmäßiger hin. Ich stecke jetzt in meinen Sportklamotten, habe meine kleine Sporttasche gepackt, aber so viel muss ja nicht rein, weil ich die Sportsachen schon anhabe. Und dann werde ich jetzt mal losfahren zum Sport und mal gucken, was das so wird. Ich glaube kaum, dass ich euch mitnehme, weil ich zu sehr selber auf Sport konzentriert bin.
Und ja, ich werde euch danach berichten. Aber jetzt fahren wir erstmal los. Und ich hoffe, ich fühle mich im Fitnessstudio noch genauso wohl wie vor langer Zeit. Und ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich schaffe, regelmäßig mal zu gehen. Denn man fühlt sich doch echt besser danach. Also Sport tut echt gut. Also zumindest war es bei mir immer so. Aber ich war jetzt, wie gesagt, lange nicht. Ach so, und ich muss noch meinen Geburtstagsgutschein mitnehmen. Da kriege ich nämlich einen kostenlosen Eiweißshake. Kann ich mir dann noch holen. Ich sitze jetzt wieder im Auto, habe mir eben noch meinen Eiweißshake geholt. Da hatte ich ja wie gesagt den Gutschein. Ich nehme immer Stracciatella, weil ja, finde ich super lecker. Und ich glaube, man erkennt's. Ich bin gut rot. Also eben sah ich, glaube ich, noch schlimmer aus. Aber ich muss jetzt echt wieder ins Training kommen. Und es tat jetzt schon wieder so gut mit dieser eine Stunde. Ich habe auch direkt für nächste Woche mit dem einen Trainer einen Termin gemacht, nochmal einen neuen Trainingsplan aufzustellen, weil meiner ist komplett veraltet. Das war noch vor der Schwangerschaft. Von daher, ja, will ich da auf jeden Fall mal was Neues machen. Und jetzt kann ich noch in Ruhe meinen Eiweißshake trinken und dann Mila in 10 Minuten abholen. Und ich hatte Julian ein Foto geschickt aus dem Fitnessstudio und er hat mir nur so geschrieben, hast du dich verlaufen? Da kann man mal sehen, wie lange ich nicht beim Sport war. Mila hat die Regenpfütze für sich entdeckt. Guck mal, mit den Füßen musst du machen, nicht mit den Händen, mit den Füßen. Mit den Füßen, so. Stell dich mal hin. So, mit den Füßen. Na komm, wir fahren nach Hause zu Papa. Ich habe jetzt eben schön geduscht und habe heute das erste Mal von Lush dieses Scrubby benutzt. Ich habe es gestern bei Instagram gezeigt. Das ist so ein Peeling-Teil, was aber auch mit Honig ist und ich weiß gar nicht, was da noch mit drin ist. Und das peelt und hinterlässt aber so ein richtig weiches Gefühl auf der Haut, weil da eben auch so was Pflegendes mit drin ist. Und die Haut fühlt sich richtig schön glatt an und ich mag den Geruch richtig gern. Dann verteilst du hier die Rosinen auf dem Sofa. Guck mal, hier ist auch noch ein Keks. Und ich mache mich jetzt gleich an den Rote-Bete-Salat. Und dann kann ich den heute Abend lecker essen. Na, was suchst du? Dir schmeckt's, ne, Schätzi? Der Salat ist jetzt fertig, ich habe auch eben schon abgeschmeckt, sehr lecker. Und das hier ist ja echt der Hammer, ne? Also ich habe das jetzt mit dieser Apfelsüße gesüßt, weil sonst würde Zucker reinkommen. Und ich wollte das aber mal ausprobieren, richtig gut. Also das werde ich bestimmt jetzt öfter nutzen. Und jetzt stelle ich den zum Ziehen noch mal ein bisschen in den Kühlschrank und dann werde ich den heute Abend mir genehmigen. Was wollen wir jetzt machen? Kneten. Kneten, ne? Aber hier in der Küche finden wir die Knete nicht. Da. Nee. Das ist auch keine Knete. Komm her, wir holen die Knete. Komm her, mein Schatz. So, Mama hat die ganze Knete. Mila läuft schon vor. Ja, setzen wir uns hier an den Tisch. Ne? Soll Papa auch mit kneten? Mhm. Ja, guck mal. Ja. Knete. Kneten. Gehen wir jetzt mal spazieren, Mila? Mhm. Hüpfen wir in Pfützen? Mhm. Willst du in Pfützen hüpfen, ehrlich? Hast dafür das richtige Schuhwerk an, ne? Weil gerade regnet es nicht ganz so doll. Ich glaube, es nieselt nur, deswegen habe ich auf jeden Fall einen Schirm noch dabei. Und dann wollen wir mal eine Runde hier um Block machen. Mama, das war nicht. Achso, ich soll mich daneben setzen, okay. Kuckuck. Hallo. Das ja, dann geht's weiter, ne? Woher die Jacke ist, verlinke ich auch in der Infobox.
Da werden bestimmt einige nochmal nachfragen. Ist von einem Instagram-Shop. Mama. Ja. Papa, das dauert mit dir echt immer eine Ewigkeit, ne? Komm. Aber sie muss alleine die Treppen laufen. Mila hat gerade selber die Kapuze abgenommen. Wow. Guck mal, da kannst du richtig... Mama soll auch rein. Ich habe keine Gummistiefel an, Mila. Ich mache nur so, okay? Du kannst richtig reinspringen. Cool. Ja, das macht Spaß, ne? Oh, die Hände gleich mit. Das macht Spaß, wa? Wollen wir, guck mal, da vorne sind noch mehr Pfützen. Da vorne. Wollen wir da mal weiter? Ja. Komm her, Schatzi. Komm, wir gehen noch mal zu den anderen Pfützen da vorne. Oh, cool. Boah, die ist besonders groß, ne? Mila hat einfach mal die größte Pfütze entdeckt. Das ist einfach so süß. Die hat so einen Spaß. Die hat sich aber eben auch gerade schon lang gelegt und ist einfach mal komplett nass. Diese ganze Jacke ist einfach mal zur Hälfte nass. Pass auf, dass du dich nicht nochmal hinlegst, Mila. Ich sehe die gleich nochmal fallen. Hä? Das macht Spaß, ne? Die ist so komplett nass. Mila ist jetzt gebadet, Julian macht sie jetzt gerade noch fertig, cremt sie ein, die war eben gerade richtig am Rumzicken. Momentan sind da immer mal so Phasen und sie hat auch ihre Trotzphasen natürlich, weil letztens noch mal jemand gefragt hatte, aber das zeige ich natürlich nicht elendig lang, weil dann sind wir natürlich auch damit beschäftigt, Mila zu beruhigen oder abzulenken, denn das ist so unsere Methode, einfach ja, abzulenken und meistens hilft es auch. Ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich mache jetzt eben Nudeln und so eine Thunfisch-Tomatensoße. Und das haue ich heute alles mal in mein Monsieur Cuisine Connect. Probiere ich mich einfach mal aus, wenn ich jetzt so Freestyle irgendwas damit mache. Also das ist jetzt ja wirklich simpel, weil ich haue jetzt einfach nur hier eine kleine Zwiebel rein und eine Knoblauchzehe und zerhack das erstmal. Dann mache ich passierte Tomaten dazu und... Thunfisch aus der Dose im eigenen Saft und dann werde ich gleich noch frischen Basilikum dazu haben und natürlich später noch salzen, pfeffern und so weiter. Aber ja, das wollte ich heute einfach mal mit meinem Gerät hier ausprobieren. Essen ist jetzt fertig. Mila nascht hier gerade schon ein Stück Käse, ne? Käse? Und Milas Teller ist hier fertig. Ich habe jetzt heute Knäckebrot einfach nur mit dünnen Butter bestrichen. Dann auch noch ein paar trockene Nudeln, schwarze Oliven, wie immer, Gurke, eine halbe Scheibe Corned Beef und einfach so ein bisschen Käse. Hier, nehmen wir mit, Schatzi. Nehmen wir jetzt mit. Und Papa. Genau, und Papas Teller steht hier mit der Thunfischsoße und den Nudeln. Und du willst hier schon die Nudeln mopsen. Wir nehmen das jetzt mit ins Wohnzimmer, Schatzi, okay? Okay. Genau, wir beenden den Vlog nämlich jetzt vor und essen jetzt in Ruhe. Genau. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben.